Hallo ihr Liebes, freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind halt immer noch im Schwarzwald unterwegs und wer die letzten Videos dort davon gesehen hat, der weiß, dass auch uns der Harald Roller begleitet wird. Heute ist die Wanderung auf nach Pforzheim. Kilometermäßig sind wir da 8 bis 15 Kilometer unterwegs. Wir wissen es noch nicht, es ist arisch heiß. Wir wissen noch nicht, wie wir wieder an den Startpunkt zurückkommen, ob wir laufen oder fahren. Aber wenn ihr wissen wolle, wie heute die Wanderung so ist, dann bleiben dran. Ich habe keine Ausgangsfläche, weil ich weiß ja nicht, wie hoch die Bäume sind. Schön da. Oh,
So, verschwitzt, fertig und kaputt, sind wir jetzt fast nochmal zurück in Birkenfeld. Okay, die Tour war richtig schön, aber da erzählt euch gleich mehr die Marke dazu. Ich bin eigentlich eine kleine Frohe, wenn ich die Dusche und was Kaltes zu trinken kriege. Ade. Das darf ich wieder schwätzen, ne? Also mir hat es auch richtig gut gefallen. Bei der Hitze war das Allerschönste die Biergärte und die hat er sich gut ausgesucht, ne? Das war richtig top. Auf jeden Fall kommen wir noch einmal in den Schwarzwald und wenn wir dann daher kommen, sagen wir dem Harald auf jeden Fall wieder Bescheid und dann freuen wir uns, dass er uns wieder führen wird. Und da wir halt morgen noch nicht Gemäue gesagt haben, noch ein schöner Gemäue, ne? Und mein Schätzelein, Topper, liebe Grüße. Und ich sage jetzt auch tschüss und bin auch froh, wenn ich unter die Dusche komme. Und ich mache es relativ knapp und sage tschüss. War toll mit den zwei hier im Nordschwarzwald. Aber sie wollte nicht Achterbahn mit mir fahren auf der Messe in Pforzheim. Am Messe ist nämlich Jahrmarkt. Also, und tschüss, macht's gut. Da fällt nichts mehr in jetzt gerade. Dem gedankenlosen Marco dort, dem gebe ich jetzt noch einen Schubs. Also am besten hat mir die Geisterbahn gefallen, weil vorne dran, da war so richtig geniale Figur. Die hat mich so richtig an den kopflosen Marco erinnert. Also, dahingehend noch ein schöner da und man sieht sich. Eine Geisterbahn, ne? Habe ich daheim, Dach für Dach. Deshalb will ich da auch nicht drin, ne? So, jetzt hau ich ab. Wir sind mit dabei, ist das so schlimm, dass er so gerade die Spiegel abhängt, damit er sich selber nicht angucken muss. Ciao. Ich habe hier nur die Spiegel abgemacht, damit, wenn ich in den Spiegel gucke, nicht so ein Geist hinter mir auf Emo steht. Ne? Und jetzt tschüss. Das sind die Geister der Vergangenheit, die holen ihn ein. Ich glaube, jetzt ist er da hinten stehen geblieben, weil er denkt, ich piek's ihm nicht mit dem Stock in den Hintern. Ich muss die Kamera ja gleich wiederholen. Ich warte. Da bin ich so schnell gelaufen, dass der Alarm hätte oder der Hemm losgehen. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Es war bestimmt eine Frechheit. Aber jetzt endgültig tschüss. Ne? Tschüss.